Guten Abend zusammen. Ich hoffe, man hört mich. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Wir dürfen unser Programm Zwischenraum hier vorstellen. Ist ein Format von ehemaligen Studierenden und Studierendinnen. Und das haben wir, vielleicht für die Leute, die uns noch nicht kennen, ist vor knapp 1,5 Jahren im Januar entstanden durch die App Clubhouse. Haben ein anderer Student und ich uns mehr oder weniger zufällig in einem Raum digital getroffen und sind dann eben auf die Idee gekommen, es ist spannend, diesen Kreis, den man im Studium hatte, wieder aufblühen zu lassen durch einen Chatraum, und sind dann über ein paar Versuche und ein paar Gespräche dann auf die Plattform Discord gekommen, um so viele Leute wie möglich mit zu inkludieren, und sind jetzt seit eben 1,5 Jahren dabei, alle 2 Wochen quasi einen Talk zu haben über verschiedene Themen. Und wir sind 5 Leute jetzt hier, wir repräsentieren aber noch mehrere Leute, da sind noch eine gute Handvoll mehr Leute dabei, und ein von uns, der sehr viel moderiert und sehr viel beiträgt, würde ich euch gerne vorstellen, das ist der Nakon, kommt aus dem Kurs MD14B ohne 1-2 und ist als Senior Art Director und UX-Designer in Mannheim unterwegs und generell auch im Kommunikationsdesign, und trägt eben großen Teil vor allem in der Moderation und Planung vom Zwischenraum bei. Ja, danke Max für die Moderation. Ich würde gerade mal, für die Introduction, ich würde gerade mal jetzt noch die weiteren Mitglieder aus unserem Zwischenraumteam noch vorstellen. Und zwar haben wir hier neben mir die Vanessa aus dem Kurs MD15. Und sie ist aktuell Filmemacherin in Leipzig und studiert gerade im Master an der Kunsthochschule Burg Giebichstein Designwissenschaften. Als nächstes haben wir hier den guten Max, den ihr gerade eben schon gehört habt. Der ist aktuell gerade Freelance-Filmemacher und Grafiker und studiert gerade ebenfalls im Master in Zürich an der ZHDK Visuelle Kommunikation und ist aus dem Kurs MD16. Und genau, Klaus hat es ja schon am Anfang erwähnt gehabt, wir sind ja alles Alumni, deswegen die ganze Kursvorstellung jetzt auch nochmal. Als nächstes haben wir hier Vanessa G. aus unserem Team, aus dem Jahrgang MD14, aus dem Jahrgang wie ich. Und sie studiert gerade aktuell ihren Master in Basel und studiert gerade visuelle Kommunikation oder Visual Communication and Iconic Research, um da genau zu sein. Und ihr Trade ist auf jeden Fall, dass sie im 2-Jahres-Rhythmus immer sowohl das Land als auch ihre Designjobs wechselt. Und zu guter Letzt haben wir hier zu unserer linken, den guten Jannis. Der ist gerade Art Director in einer Digitalagentur in Koblenz mit speziellem Fokus auf Social Media. Und jetzt kurz die Vorstellung gewesen. Und wir haben uns für den heutigen Abend gedacht, ein Diskussionsthema, ein offenes Thema mit reinzunehmen, wo sich jeder vielleicht da reinfinden kann, wo man vielleicht auch zu wenig drüber nachdenkt oder nicht genug reflektiert oder eben auch einfach keine Antwort findet. Deswegen wollen wir das hier generell als offene Runde gestalten, offene Diskussionsrunde. Anfangs erstmal zwischen uns, gerne aber am Ende auch nochmal mit euch allen. Und wie ihr hier an den Screens eben schon sehen könnt, ist das heutige Thema Eitel oder Eitelkeit. Wie viel Geltungsdrang steckt denn in unserer Disziplin? Und der Gedanke von dem Thema kam eigentlich auch dazu, oder anders gesagt, mit der Thematik wollen wir das Thema Reflexion als Designer, als Designerin nochmal halt genauer
ergründen und unsere eigene Disziplin, unser eigenes Schaffen und Tun, vielleicht von dem Ausgangspunkt, wo wir alle angefangen haben. Viele sagen ja zum Beispiel, ey, ich habe als kleines Kind angefangen zu zeichnen, zu basteln, künstlerische Projekte umzusetzen, versucht mich selber irgendwie in irgendeiner künstlerischen Form wiederzuspiegeln. Wie kommen wir von dem Punkt dieser Selbstspiegelung zu letztendlich unserem Designerjob, wo wir eben auch für andere Menschen letztendlich gestalten? Und genau mit der Themeneröffnung würde ich jetzt gerne so in die Runde starten. Beziehungsweise Frage vorweg, womit erlauben wir uns das letztendlich überhaupt, diese Thematik aufzugreifen? Man muss sagen, wir sind allesamt keine Experten. Und ich glaube, deswegen haben wir auch das Thema auch ausgewählt, weil das jeder von uns, sowohl wir als auch ihr, sich in diese Thematik eben reindenken kann. Also wir wollen da jetzt keine Arroganz oder kein Expertenwissen da jetzt vornehmen, sondern wie schon anfangs angeteasert, wird es hier eine offene Diskussionsrunde, wo wir mal das Thema weiter ergründen. Genau, also Thema Eitelkeit. So, jetzt mal in die Runde geworfen. Wie eitel fühlt ihr euch oder habt ihr euch mal in eurem Tun bisher gefühlt? Ich glaube, eine sehr aktuelle Phase, in der ich das stark erlebt habe, war letztes Jahr, gerade an einem persönlichen, wie man es gerne nennt, Passion-Projekt, ein Kurzfilm, der jetzt keinen Auftraggeber hat, das alles quasi selbst initiiert war mit einem Freund und noch ein paar anderen Leuten im Team. Und über so einen Prozess hinaus, dass man Dinge immer wieder quasi repetitiv kritisiert verbessern will und irgendwie immer das Kleine oder die Kleinigkeit im Detail verbessern möchte und man über den Schatten springen muss, zu sagen, hey, andere Leute sehen es vielleicht gar nicht, was ich da sehe. Und ich denke, das ist so bei mir ein Projekt, wo ich vielleicht später noch mal ein bisschen näher drauf eingehe, wo man rückblickend vor allem, also gerade reflektierend spürt, manchmal muss man eben sagen, wie weit soll ich gehen mit meiner Eitelkeit. Ich bin, glaube ich, auch jemand, der sagt, ich sehe auch viel Positives darin, eitel zu sein. Aber es gibt dann natürlich auch mal Grenzen. Hallo? Ja. Was wäre denn für dich ein positiver Aspekt bezüglich Eitelkeit? Weil ich glaube, wenn man den Begriff jetzt mal generell so in den Raum wirft, ist der vielleicht ein bisschen negativ konnotiert. Zeugt von sehr viel Stolz, zeugt von sehr viel Eigensinn. Wo würdest du da die positiven Punkte darin sehen? Ich würde sagen, in der vor allem künstlerischen Sicht, wenn man seinen eigenen Stil voranführen will und da eben versucht, das immer wieder zu verbessern, dass eine gesunde Eitelkeit in dem Sinne dazu führt, dass du auch deinen Wunsch durchbringst und das über dann wahrscheinlich einen gewissen Zeitraum, mehrere Jahre einfach weiter formst. Man kann es dann auch irgendwie Stilsicherheit irgendwann nennen. Für mich ist es aber dann trotzdem schon noch Eitelkeit. Das ist, dass ich irgendwie manchmal darauf beharre, dass manches so ist, wie es ich mir vorstelle. Und dann gibt es aber eben dann eben mal den Sprung, gerade wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wo man sagt, das ist dann so gut und die anderen sprechen da eben auch noch mit. Von dem her ist es, glaube ich, ein gesundes Maß. Eitelkeit bringt einen, glaube ich, dann ganz gut voran, wenn man eben eine Linie fahren möchte. Ja. Ich würde mich da anschließen mit einer Erfahrung. Und zwar in meinem vorherigen Job im EU-Parlament habe ich häufig erlebt, dass es wirklich hilft, eitel zu sein. Und also du teilweise einfach deine Arbeit und deinen Charakter höher heben musst und wirklich auch, also ich habe mir so eine Art Maske zugelegt und Sachen selbstsicherer und ja, ein bisschen überzeugter präsentiert, als ich das eigentlich wahrgenommen habe, einfach um gehört zu werden. Also ja, das war irgendwie einfach wichtig, um gesehen zu sein. Also willst du von dir aus dann gehen und sagen, du hast hier irgendwie so eine Art Schild gebaut, so eine Art, ich will es nicht, hoffe ich sogar Rüstung,
letztendlich um deine Ideen, von der du sehr überzeugt bist, rüberzubringen? Ich glaube, Schild geht ein bisschen weit. Ich würde sagen, ich habe es einfach ein bisschen überspitzt oder übertrieben. Und dann, also, habe ich auch einfach andere Leute beobachtet und gesehen, wie sehr die sich reinsteigern. Also die haben viel Zeit, um irgendwelche Kaffeepausen zu machen. Ich habe keine Zeit, weil ich in einem Projekt stecke und das erste Mal an dem Tag bin ich 5 Minuten draußen und werde von ihnen zugelabert und habe dann auch festgestellt, dass sozusagen meine Überspitzung immer noch unter dem steht, was andere Leute kommunizieren und nach außen tragen, was dann auch wieder hilft. Habt ihr so in eurem Berufsalltag schon mal, entweder bei euch oder auch bei anderen, diese Eitelkeit, dieses Überziehen, dieses Vorbrechen schon mal selber erfahren? Also dass die halt ihre eigenen Ideen mit aller Kraft, so mit Vollkaracho einfach durchjagen wollen? Ich würde da gerne anschließen. Also allgemein möchte man ja gerne seine Ideen weiterführen und weiterbringen. Und auch gerade im Austausch mit anderen Menschen möchte man ja die Ideen verbessern. Und jeder Designer ist ein Stück weit eitel, meine Vermutung einfach mal. Und es ist immer zu einer unterschiedlichen Form ausgeprägt. Und wenn du sehr eitel bist und in einem Projekt oder in der Gruppenarbeit bist und immer deinen Willen durchsetzen möchtest, bringt dich das ja als Designer auch nicht unbedingt weiter, weil es braucht ja diese Kommunikation und den Austausch, damit ein Projekt besser wird. Teilweise kann dann natürlich die Eitelkeit ein bisschen im Weg stehen. Und sowas hat man natürlich auch im Studium erlebt. Also das kommt, wenn mehrere Charaktere aufeinandertreffen, die vielleicht auch einen unterschiedlichen Erfahrungswert haben in dem Bereich, die müssen dann einfach auf ein Level kommen und man muss sich gegenseitig wertschätzen, dass man halt diese Eitelkeit runterdrosselt, um dann das Projekt zu verbessern. Weil ich persönlich bin sehr eitel, aber das habe ich auch über die Zeit versucht abzulegen, weil man muss ein Stück weit eitel sein, aber man muss sich natürlich auch auf andere Erfahrungen einlassen. Weil das ist immer noch ein Teamjob in den meisten Fällen, auch um kreativ zu sein. Und dafür ist das extrem wichtig. Ja, bei mir ist es relativ ähnlich. Und ich sehe das so ein bisschen aus einer ambivalenten Richtung. Eben auch gerade beim Filmmachen, das ist keine Einzelleistung. Man ist immer zusammen mit einem Team, vertritt nicht nur die eigenen Interessen. Also klar habe ich die Vorstellung, wie ich denke, dass der Film gut ist und auch für die Zielgruppe. Und natürlich formuliert und pitcht man das so, wie man das gerne hätte. Aber ich habe auch gelernt, dass es super wichtig ist, einfach auch dieses Teamwork nicht nur immer zu erzählen, sondern auch wirklich zu leben und selber zu lernen, auch mal ein bisschen zurückzustecken. So, und da haben wir jetzt das Team, was gehört werden möchte für einen guten Film. Das haben aber auch noch die AuftraggeberInnen, die ja auch im besten Fall ein Budget zur Verfügung stellen, um diese Idee zu realisieren und in dem Moment auch zu ProduzentInnen werden. Und einfach zu sagen, okay, Kunde, gib mir das Geld, hier ist meine Idee, der Film ist fertig, funktioniert halt so nicht. Und oft merke ich in der Kundenkommunikation, wie schwierig das ist, so die Balance zwischen den eigenen Wünschen der Perfektion und vor allem auch der Idee, die man rüberbringen möchte, gemeinsam die noch dem vom Team zu vertreten und auch noch den Kunden oder den Auftraggeber zu überzeugen. Und irgendwann habe ich auch gemerkt oder gelernt, es geht eigentlich gar nicht die ganze Zeit darum, dem Auftraggeber das zu verkaufen. Also der Film ist Verkauf, wir produzieren, sondern wir arbeiten zusammen als ein Team. Und eine tolle Erfahrung war, dass ich eben eine Idee rüberbringen wollte und der Auftraggeber aber auch wirklich stur dagegen gehalten hat. Und das war für mich eine total wichtige Erfahrung, weil der Film war am Ende wirklich besser mit dem Input vom Auftraggeber. Und seitdem versuche ich mir das auch immer bewusst zu machen, klar für meine eigenen Ideen und vor allen Dingen auch für die des Teams einzustehen, aber auch den Kunden oder die Auftraggeber als Teil der Produktion mit anzuerkennen und wahrzunehmen. Ja, da möchte ich auch noch ganz kurz auf den Punkt von Janis zurückgreifen. Und ich glaube, die meisten von uns, die hier studiert haben oder gerade aktuell studieren, man kennt es ja vielleicht so, wenn man in eine Konstellation mit reingeht, egal welches Semester, egal mit welchen Dozenten, Dozentinnen, man ist vielleicht super überzeugt von seiner eigenen Idee, hat da sehr viel Arbeit reingesteckt,
hat so den Gedankenblitz einfach so rausbekommen. Und dann geht man da rein und dann wird sie halt auch so, okay, mit einem Argument komplett niedergemacht. So. Und dann geht man einfach so raus und denkt sich, okay. Also es gibt vielleicht zwei Richtungen. So. Man denkt sich so, okay, what the fuck, was hat der sich jetzt so gedacht? Ich finde eigentlich meine Idee viel, viel besser. Oder man denkt, oder man reflektiert daraus und versucht irgendwie so das, die Argumente der jeweiligen Dozenten zu verstehen, die Kritikpunkte zu verstehen, auch die Perspektive, vor allen Dingen so aus welcher Perspektive die das betrachten. Im gesamten Scope, zum Beispiel was das Projekt angeht, was die Zielgruppe angeht, etc., versucht das eben zu reflektieren und dann versucht daraus eine bessere Lösung zu finden, eine neue Idee. Auch wenn man letztendlich irgendwie so das andere halt vielleicht tatsächlich in die Tonne kloppen muss, so à la kill your darlings. Und da finde ich von dir auch nochmal einen extrem guten Punkt, dieses Thema Kunden mit einzubeziehen oder Zielgruppen mit einzubeziehen, also andere Menschen außerhalb unserer Design-Komfortzone mit reinzunehmen und auch deren Meinung auch wirklich als gleichwertig zu betrachten und nicht selber so sich als übergestellte Person irgendwie zu sehen. Und da jetzt mal so die Frage so bei euch in die Runde, habt ihr das Gefühl, viele Designer befinden sich in einer Bubble oder in ihrer eigenen Bubble? Ich würde gerne anschließen und direkt sagen, ja, in den meisten Fällen schon, aber man muss gerade im Kundenkontakt da rausbrechen und versuchen, sich in die andere Perspektive reinzuversetzen. Also mein Creative Director hat immer das Beispiel gebracht, stell dir den Kunden als Gummiente vor. Du musst die Idee, die du hast, einer Gummiente erklären. Und also es ist ein witziges Beispiel, aber man muss sich halt dann so reinversetzen, dass jeder die Idee verstehen kann, egal wer es ist. Weil wenn du die einem Vorstand vorstellst oder einem anderen Creative Director, einer Marketingabteilung, ist das immer was komplett anderes. Und da muss man wirklich auf die Kommunikation achten. Und das ist auch ein wichtiges Zusammenspiel. Weil wenn du gut designen kannst und du hast die Idee in deinem Kopf, aber du kannst sie nicht vermitteln, wird die Idee keiner kaufen. Und ja, das waren meine Points dazu. Ich würde mich auch anschließen. Also ich finde auch, wir befinden uns auf jeden Fall in einer Bubble. Muss gerade an deine Abschlussarbeit denken, Nakon, wo du ja über Designwettbewerbe oder dich damit auseinandergesetzt hast und dann ja auch Leute Designarbeit bewerten aus dieser Perspektive heraus, aber Design ja in der Regel immer noch eine zweite Disziplin mit einschließt. Und klar, es wird dieses interdisziplinäre Arbeiten, wird hochgehalten und auch immer als ja, way to go gezeichnet, aber es wird halt wenig gelebt. Und man kommt auch sehr schnell, weil immer wenig Zeit und wenig Geld da ist und alles schnell gehen muss in diese, also ich weiß, dass ich es eigentlich anders machen muss, aber es geht jetzt nicht anders. Und dann wird es ganz schnell normal. Und das finde ich ziemlich gefährlich. Und das bezieht sich dann auch auf Zielgruppen, die dann irgendwie nicht richtig einbezogen werden oder dass man ja seine eigene Perspektive heranzieht, weil man denkt, okay, es betrifft mich, aber man betrachtet es eben nur aus seiner eigenen Sozialisation, aus seiner eigenen Perspektive heraus. Und dann entsteht halt was, ja, was nicht allen Bedürfnissen gerecht wird. Würde ich auch direkt andocken und sagen, die eigene Eitelkeit hat in dem Fall auch die Grenzen, dass alles, was man selbst als in dem Fall gut oder perfekt ansieht, in der eigenen Welt ja irgendwie Erfahrungswerte erfüllt. Und gerade wenn du als Designer oder Designerin an einem Projekt bist, wo du dich mit anderen Fachbereichen beschäftigst, bist du oft eine Person, die eigentlich außen steht. Man beschäftigt sich natürlich dann mit dem Thema oder mit der Thematik. Und wenn dann dein eigener Drang, irgendwie das fertig zu gestalten, darüber hinausgeht, dass das irgendwie kompatibel ist mit dem Thema, ich glaube, da ist dann auf jeden Fall die Grenze, die ich auch vorhin meinte, mit eigener Verwirklichung oder zu sagen, wie sehr kann man dann das Gegenüber mit einbeziehen und auch darauf vertrauen, dass die andere Seite eitel genug ist in dem Sinne, zu sagen, nee, ich hätte das gerne auch so und so und dass das quasi dann am Ende halt eine gute Partnerschaft ist. Aus diesem letzten Satz, den du gerade eben gesagt hast, aus der Eitelkeit zu sagen, ich hätte das gern so und so,
Habt ihr da schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass euch Kunden, Auftraggeber einfach überhaupt nicht verstehen, beziehungsweise eure Disziplin, euren Beruf vielleicht sogar ein bisschen als sekundär ansehen? So nach dem Motto, okay, ihr seid jetzt so am Ende der Produktionskette, ihr macht einfach alles nur schön. So. Habt ihr irgendwie dieses Gefühl gehabt, so ihr werdet nicht richtig ernst genommen? Ja, definitiv. Also ich glaube, das begegnet jeden mindestens 1, 2, 4, 5 Mal. Das hat auch ein bisschen was mit Verständnis und Kundenerziehung zu tun tatsächlich. Meine Briefinggespräche oder so nenne ich es jetzt mal, beginne ich eigentlich gar nicht damit abzufragen, wie lang soll der Film sein, was brauchst du, sondern hey, lass uns erst mal treffen und ich erkläre dir, wie so eine Produktion läuft und was dein Anteil daran ist und wie wir das zusammen machen, das Projekt. Und eben diese Ebene aufzumachen, dass mein Gegenüber sich jetzt ernst genommen fühlt, hat irgendwie so eine einen Spiegeleffekt, dass man offen ist, auch mein Part und meine Expertise in dieser Rolle zu verstehen. Aber es gab natürlich auch schon Fälle, wo das nicht funktioniert. Und da war die Entscheidung, sich dann auch freundlich von Auftraggebern zu trennen. Einfach weil es ist mit gewissen Werten oder Ideen, die man davon hat, wie so eine Zusammenarbeit funktionieren sollte, nicht passt. Und diesen Schritt zu gehen, ist, glaube ich, sehr wichtig, als sich jetzt noch jahrelang da durchzukämpfen und zu ärgern. Also ich glaube, da kommt auch die Bubble wieder ins Spiel, weil gerade wenn man viel mit anderen DesignerInnen zu tun hat, dann macht man schnell Witze über dieses, macht das Logo größer, oder man hat halt dann einen gemeinsamen Feind oder dieses gemeinsame Gefühl. Und ich weiß nicht, das wird dann so, wenn man sich so verstanden fühlt und so Gewohnheit wird, sich darüber lustig zu machen, auch so ein bisschen darauf herabzublicken vielleicht, verliert man also aus den Augen, dass das ja aus einer Lücke an Verständnis entsteht. Also dass man da irgendwie auch in der Pflicht ist zu erklären. Also klar, manche Leute sind beratungsresistent und das ist verschwendete Energie, aber es gehört auch zu unserer Rolle dazu, finde ich, zu erklären und die Leute an die Hand zu nehmen. Auch so ein guter Punkt, und zwar unsere eigene Disziplin, unser eigenes Schaffen und den Prozess, den wir haben, zu verbalisieren. Wärt ihr da allesamt der Meinung, das werfe ich jetzt einfach mal so raus, dass man als Designer auch lernen muss, seinen Prozess, seine Gedankenschritte, die Strategie letztendlich, die man irgendwie so im Kopf hat, besser zu verbalisieren? Ich würde fast sagen, das ist zum einen gerade in Anfangsgesprächen wahrscheinlich ein Teil, der sich irgendwie organisch mit einfügt, sich ein bisschen zu beweisen oder über vergangene Projekte zu sprechen, seine Werte zu vermitteln und die Rolle dann als Designer oder Designerin dann eben klar zu machen, für die man steht. Und daraus entstehen dann wahrscheinlich auch solche Projekte, die dann eben nicht vervollständigt werden, dass dann vielleicht mal die Sachen nicht zusammenkommen oder dass man gewisse Anschauungen einfach nicht verfolgt. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall wichtig, auch von Anfang an einen Standpunkt zu haben. Und gerade bei kritischen Fragen von außen, wenn es darum geht, was man wahrscheinlich schnell erlebt, wenn man dann arbeitet, in Preisverhandlungen oder wenn es dann auf Unverständnis tritt, wenn niemand versteht, wieso soll ich jetzt dafür so und so viel zahlen? Du machst das ja nur visuell und dahinter sieht man dann nicht, was dann in der Recherche passiert, was gedanklich passiert und was vor allem die Expertise dann über ein paar Jahre ist. Und ich denke, umso länger man arbeitet, wir sind alle jetzt gerade noch relativ frisch wahrscheinlich in den letzten Jahren auf dem Markt. Und da wird man auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer mehr von seiner Expertise auch zeigen können. Aber ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube aber auch schon, wenn jeder das so ein bisschen in seinen Onboarding-Prozess mit einbezieht, komme ich wieder auf das Thema Kundenerziehung oder Erklärung zurück.
hilft es ja dann für den nächsten Auftrag oder wenn Kollegen oder Kolleginnen dann an Projekten weiterarbeiten, wie dankbar das Ganze auch sein kann. Also oft hat man ja natürlich auch Kunden, die das sehr wertschätzen, oder man hört immer oft den Satz, keine Ahnung, ihr seid ja die Profis, ihr macht das schon, aber eigentlich fehlen 1000 Infos, die noch zugearbeitet werden müssen. Und es ist einfach nur schön zu sehen, wie nach so einem ehrlichen Gespräch, dass das dann auch fruchtet und die Zusammenarbeit viel offener und ehrlicher ist. Und das kommt ja natürlich wieder allen zugute. Ich würde aber auch sagen, dass es ein relativ wichtiges Werkzeug ist, sich so ausdrücken zu können, und dass man das auch hart erlernen muss. Gerade in diesem visuellen Umfeld arbeiten ja auch viele Leute, die sagen, ich arbeite visuell, weil ich nicht gut im verbal kommunizieren bin. Und vieles geschieht ja auch intuitiv beim Arbeiten. Und dann zu lernen, das gut zu verargumentieren, das muss man auch erstmal verstehen und irgendwie ja verfolgen, um dann an diesen Punkt zu kommen. Ich glaube, das ist auch nochmal so mega interessant, auch mit dem Background. Also wir vier hier, wir haben allesamt entweder den Master studiert oder sind gerade dabei, den Master zu studieren, oder sind gerade mittendrin, meine ich. Und ich glaube, wir haben so im Gespräch so irgendwie alle erkannt, es ist sehr viel theoretischer so als jegliche Designausbildung, die wir vorher hatten. Vor allem ist sie auch sehr, sehr viel wissenschaftlicher, fundierter begründet. Das braucht eine Basis, letztendlich das, was wir machen, und zwar wirklich eine faktische Basis. Und mir ist gerade so ein witziges Beispiel durch den Kopf geflogen. Und zwar, wenn so ein Kunde jetzt kommt und sagt, ich hätte gerne die Comic Sans als Brand, Umbrella Brand, Schrift, whatever, so, überall. Egal, was ich mache, ich hätte sie gerne überall, so. Wie würdet ihr denn da dagegen argumentieren? Wenn das Konzept geil ist, kriegst du die Schrift. Ich habe nichts gegen Comic Sans, nur bewusst eingesetzt. Das ist nämlich also ein lustiger Punkt. Ich meine, Comic Sans ist so ja, der Running Gag irgendwie so bei allen Designern. So, okay, benutzt ja nichts, die Comic Sans, die sieht halt einfach aus wie Crap. Aber das ist es ja letztendlich nicht. Das ist ja tatsächlich halt einfach eine Font, die ihre Daseinsberechtigung letztendlich irgendwo hat. Und wir hatten das Thema vorhin kurz mal im Irish einfach mal gehabt. Es ist halt einfach auch eine lesbare Font, letztendlich. Ja, genau, es ist eine relativ inklusive Schrift, die also gerade für Leute mit Leseschwächen sehr gut funktioniert, nachweislich. Ja, genau. Also klar kann man das irgendwie so ein bisschen ankreiden, ob ich jetzt für ein Ballettstudio jetzt wirklich die Comic Sans nehmen muss. Ist vielleicht ein bisschen anzuzweifeln. Aber letztendlich ist das jetzt nicht unbedingt jetzt eine Schrift, die komplett verboten werden soll. Und das ist ja auch so ein Thema, was uns ständig halt als Witz mittlerweile einfach umgibt. Ich meine, wir kennen die ganzen T-Shirts, wir kennen die ganzen Sprüche und sowas. Ich finde, das ist bei vielen wichtigen Themen so, dass wir in erster Linie irgendwie ein geiles Design haben wollen. Aber gerade so Sachen wie irgendwie medizinische Aufklärungsblätter oder didaktische Sachen für Schulen. Solche Sachen, die sind häufig also super schlecht gestaltet. Und wenn man die besser macht, sind sie nicht unbedingt schöner, weil sie trotzdem noch in dieses Konzept reinpassen müssen und viele Anforderungen erfüllen müssen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch im ersten Moment total unattraktiv, sowas zu machen, weil es sieht nicht super aus im Portfolio, es ist nicht aufregend. Aber es kann so vielen Leuten helfen und ist so wichtig. Ist nicht dann eher die Frage nach dem Kommunikationsziel? Also was soll denn vermittelt werden? Und wenn eben die Anleitung oder die Comic Sans, wie auch immer, in ihrem Habitat, wo sie sich befindet, berechtigt ist, dann wäre ja das Kommunikationsziel erreicht und damit auch unsere Aufgabe als DesignerInnen. Und wenn das dann gleichzeitig noch bei der Zielgruppe funktioniert, ist es ja am besten, wenn das alles ineinander greift, wenn die Strategie, die Konzeption, die Umsetzung, alles greift, dass dann auch der Kunde und dann auch die Zielgruppe des Kunden zufrieden ist, ist das ja das Maximalziel, was wir eigentlich erreichen können. Und auch wenn wir uns damit einbringen und unsere Eitelkeit teilweise auch ein bisschen runterschrauben müssen, aber das ist ja immer dieses Wechselspiel zwischen allem.
gerade beim Runterschrauben und auch weil du gerade Portfolio erwähnt hast, vielleicht gerade für die Studierenden interessant oder auch, was ich bei mir stark merke, ist, dass man Projekte vor allem präsentiert, hinter denen man steht, die visuell zu einem passen und dass es dann eben Projekte gibt, wo du die Eitelkeit auf die Seite legen musst und dich dann dazu mehr oder weniger durchzwingst, das halt durchzuziehen, weil das besser ist offensichtlich, also gerade fachlich. Es passt aber nicht zu dir als Designer oder Designerin. Und ich glaube, da ist auch ist wichtig zu wissen, dass man manche Sachen eben für sich überwiegend macht und manche Sachen, die macht man eben für andere. Und ich vergleiche das ein bisschen wie, wenn man gerne kocht und etwas für sich selbst kocht und vielleicht dann irgendwie noch 2-3 Gänge macht und es schön dekoriert. Oder wenn man Freunde hat und dann darauf achten muss, was schmeckt wem und was ist verträglich für wen. Und ich glaube, es ist ein gutes Beispiel zumindest für mich, wie ich meine Projekte sehe, dass wenn ich ein Projekt für Kunden mache oder mit anderen, dann koche ich für andere und sonst koche ich für mich und lasse es mir schmecken. Ja, fantastisch. Ich muss gerade ein bisschen kurz schmunzeln, weil ich glaube ich noch nie Comic Sans und das Wort Habitat in einem Satz gehört habe. Und habe aber jetzt selber auch nochmal halt reflektieren müssen, okay, gut, ich habe jetzt drüber gelacht oder drüber geschmunzelt, was ja irgendwie auch daran liegt, weil ich selber halt einfach konditioniert bin, in dem Sinne, dass ich die Comic Sans als Anführungszeichen lächerliche Schrift irgendwie betrachte, die nicht in so einem oder die generell nicht in einem wissenschaftlichen Kontext irgendwo mal stattfindet. Und Thema Konditionierung, auch so ein Thema, wenn ich das vom Anfang nochmal zurückgreife, wie sehr wir unsere eigenen Ideen vorpreschen wollen oder wie sehr wir davon wirklich überzeugt sind. Denken wir da wirklich oder wissen wir am Ende, ob das wirklich die richtige Lösung ist oder sind wir einfach nur zu sehr von unserer eigenen Überzeugung überzeugt? Also wenn man es strategisch herleiten kann, dann kann man das ja auch in irgendeiner Form bewerten. Aber wenn man das intuitiv macht und nicht genau verargumentieren kann, warum man was wie macht, dann ist es halt auch nicht gut und dann kann man es auch nicht bewerten in der Form. Ich glaube, da würde ich dir widersprechen. Also gerne. Ich denke, es passiert vieles intuitiv, gerade auch aus einer Praxis und aus einer Erfahrung heraus. Und natürlich, wenn du die Bedürfnisse oder die Zielgruppe aus deinen Augen verlierst, ist es problematisch. Aber ich habe auch oft das Gefühl, es funktioniert oder es kann gut funktionieren. Also du meinst, wenn man das aus den Augen verliert, dass es dann trotzdem funktionieren kann? Oder nein. Ich gerade völlig verstanden? Nein, ich meine, dass es dann kippt. Aber das ist trotzdem, wenn du intuitiv arbeitest und nicht komplett rational, dass es trotzdem ein gutes Ergebnis geben kann, was auch der Zielgruppe gerecht wird. Aber dann ist es Glück, meiner Meinung nach. Zum Großteil. Erstmal ein paar Würfel würfeln hier. Ja, aber da sind wir jetzt halt bei der Begriffsdefinition von Intuition. Weil Intuition ist ja letztendlich etwas, also anders formuliert, eine Bauchentscheidung oder ein Bauchgefühl, wo wir vielleicht irrational für uns das nicht verargumentieren können, aber wir wissen, das ist halt der richtige Weg. Wir können es bloß nicht genau definieren oder verbalisieren. Aber letztendlich ist Intuition ja das Ergebnis von etwas Gelerntem, bisher Gelerntem, also bisherigen Erfahrungen. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob ich mich vielleicht so ein bisschen zwischen euch beiden einordnen würde. Ich sehe uns ja trotzdem als ausgebildete Menschen in dem Designberuf, die auch ein gewisses Repertoire an Methoden und Methodologien auch im Design haben. Und wie Janis schon andeutete, habe ich eine Zielstellung, ich habe eine Zielgruppendefinition und dann kommen wir auch schon hin, ich habe Tools aus anderen Disziplinen, die jetzt nicht eigens im Design entwickelt wurden, aber denen wir uns ja ständig bedienen, sei es Personas, sei es Interviews, Marktforschungen oder auch
Gestaltungsprozessmethoden, die wir einbringen für die Ideenfindung oder auch zum Testen unserer Designs, Prototyping, Design Thinking. Und das sind ja alles Tools, die wir im Studium oder auch während unserer Berufserfahrung uns aneignen, beibringen, neu kombinieren und diese Methoden auch intuitiv anwenden, um unsere Zielstellung zu erreichen. Und da kommt auch wieder so ein bisschen das, was du sagst, Vanessa, dazu. Wann verlassen wir jetzt diesen Baukasten an Strategie und Methoden und besinnen uns auf unsere Intuition zurück und treffen dadurch Entscheidungen aus diesen beiden Welten. Und das macht das Ganze ja auch im Design messbar, weil sonst könnten wir auch Kunst machen. Auch wieder ein gutes Thema, so dieses Spannungsfeld. Lauter gute Themen hier. dieses Spannungsfeld, okay, wie weit bewegen wir uns als Designer Richtung Kunst, Richtung einem artistischen Schaffen oder einer künstlerischen Note, sage ich jetzt mal, in unserer Designarbeit. Ich glaube, das ist etwas, was man sehr viel auch zum Beispiel in Uni-Arbeiten sehen kann, Studienarbeiten sehen kann. Und wann bewegen wir uns da vielleicht raus aus dieser Kunst letztendlich? Ich finde, vielleicht du, Max, hast da nochmal so einen ganz, ganz guten Schnitt als Filmemacher auch nochmal und Grafiker. Wo ist da für dich zum Beispiel irgendwie die Schere, wo du sagst, okay, ich arbeite jetzt nur für den Kunden oder ich mache jetzt mein eigenes künstlerisches Ding? Ich glaube, sobald man Feedback reinbekommt, das nicht gewünscht ist an der Stelle, weil auch wenn du freie Arbeit machst, holst du dir vielleicht von Kollegen oder von Kolleginnen Feedback ein, um gerne irgendwie das Projekt selbst zu verbessern. Aber ich glaube, sobald Feedback reinkommt, das du mehr oder weniger annehmen musst und mit dem du dich nicht zufrieden gibst, ich glaube, dann geht es schnell in die Richtung, dass du sagst, okay, dann ist es vielleicht eher dieses nicht mehr künstlerische, zumindest für mich, weil man dann seinen eigenen Kopf nicht durchsetzen kann. Und das sehe ich irgendwie in einem künstlerischen Projekt schon stärker, dass es eher um das Ego-Ding geht, zu sagen, ich will mich kommunizieren und nicht ich kommuniziere für andere. Und sobald andere Menschen mitsprechen, was gut sein kann auch, also deswegen ist auch Design, glaube ich, etwas, was viel alltäglicher ist als Kunstprojekte oder als ein Projekt, was man so aus der Leidenschaft heraus macht. Ich denke, das kommt dann bei einem Feedbackgespräch von außen, was nicht ganz so passt, eher dann zustande. Um mal den Weg der Arroganz oder andersrum, um mal den Weg der Eitelkeit noch mal einen Schritt weiter zu gehen. Arroganz. Hattet ihr zum Beispiel auch schon mal bei Kundengesprächen, Klientengesprächen, Auftraggebergesprächen, Meetings, whatever, das Gefühl am Ende der Konversation, dass ihr vielleicht eine arrogante Note damit reingebracht habt? Jetzt mal so in der Retrospektive. Hattet ihr da mal irgendwie mal so eine Situation gehabt? Ich würde es in der Situation nicht Arroganz nennen, sondern eher eine Klarstellung, um zum einen keine Zeit zu verlieren und um etwas zu berichtigen, was ich für richtig hielt. Und da ging es eigentlich um grafische Änderungen, die der Kunde in dem Sinne quasi immer wieder aufs Neue ändern wollte und auch so ein bisschen angezweifelt hat, wo ich mich nach vielen Korrekturschlaufen dann irgendwann so als die Person klarstellen musste, die die Fachperson ist und dass man darauf vertrauen sollte, dass man sich eben mit diesen Dingen beschäftigt hat. Und nicht um überheblich zu klingen, sondern einfach um zu sagen, hey, wir drehen uns hier im Kreis. Wenn wir vorangehen, entweder dann gehen wir auf deinen Weg und da gehe ich dann auch mit, wenn du das unbedingt möchtest. Ich empfehle es aber nicht, sondern ich sage aus meiner Expertise, aus meiner Erfahrung heraus, so würde ich es machen. Und das war, glaube ich, so bisher aber zum Glück einmal, dass ich so eingreifen musste und sage, nee, stopp, jetzt passt mir da was nicht und da muss ich mich irgendwie klarstellen.
Ich hatte, glaube ich, keine Situation im Beruf, aber ich hatte es vor kurzem erst privat, also da habe ich mit meiner Familie irgendwie gesprochen und anscheinend mehrere Wörter benutzt, die sie als Fachwörter eingeordnet haben. Und meine Schwester hat zu mir gesagt, es ist so unnötig und arrogant von dir, drück dich doch einfach normal aus. Der einzige Zweck, dass du diese Wörter benutzt, ist nur, damit du schlau dastehst. Ich wollte noch eine Kleinigkeit sagen. Also für mich geht Arroganz in dem Sinne auch noch ein bisschen zu Selbstsicherheit und von der eigenen Überzeugung ein bisschen aus. Weil wenn du die Erfahrung hast und in der beratenden Funktion bist, kann man sich, glaube ich, ein Maß Arroganz mit rausnehmen, um das halt auch selbstsicher zu präsentieren in der Form. Da sind wir schon wieder beim Thema, okay, wie verbalisiere ich letztendlich so das, was ich tue, wie drücke ich eben aus, benutze ich jetzt nur fachinterne Wörter, benutze ich jetzt nur irgendwie Fachbegriffe im Generellen, oder versuche ich das auf irgendeine Art und Weise zu übersetzen oder irgendwie Metaphern zu finden, damit die Leute, für die wir letztendlich irgendwie gestalten am Ende, ne, das halt auch wirklich absolut verstehen. Also ich meine, wir können sie natürlich vollknallen mit all den coolen Wörtern, die wir gelernt haben in unserer Ausbildung, im Studium. Wenn das niemand versteht, ist ja auch irgendwo Hopfen und Malz verloren. Da geht man ja auch irgendwie gegen die Sackgasse. Ich sehe das eigentlich relativ pragmatisch. Wenn ich mit einer Produktionsfirma zusammenarbeite, die selber Filme herstellen oder ähnliche Bewegtbildformate, dann ist es eine Art von Kommunikation, die ich dem mitführe, um klarzustellen, dass wir vom Gleichen sprechen. Und dafür haben wir dieses Repertoire an Begriffen, um eben die so genau wie möglich auszudrücken, um an das Ziel zu kommen. Wenn man Auftraggeberinnen hat, die zum Beispiel das erste Mal einen Film mit uns machen wollen, dann braucht man natürlich nicht anfangen, Picture Log, Storyboard und dann die ganzen Specs abzufragen, sondern da müsste man erstmal überlegen, wie weit müsste ich die Person jetzt abholen, damit wir auf einem Kommunikationslevel sind und beide vom gleichen Werk oder Film sprechen. Und da fängt man eben an, erstmal zu erklären, dass das Storyboard nicht der Film ist, dass die Bilder sich am Ende bewegen und dass da auch noch Farbe reinkommt. Und das ist okay. Also ich habe mich am Anfang auch innerlich etwas ein bisschen lustig gemacht und auch drüber aufgeregt. Ganz ehrlich, wie man das nicht verstehen kann. Aber dann versuche ich mich hineinzuversetzen, was wäre denn jetzt, wenn der Techniker bei mir ist, ich eigentlich nur will, dass er macht, dass es wieder funktioniert und mich dann mit seinen ganzen Fachbegriffen total überfordert und ich dann trotzdem noch nicht das Gefühl habe, dass es cool ist oder gut ist, sondern eher noch verunsicherter bin. Und das ist ja auch wieder dieses Thema Vertrauen bei so einer Zusammenarbeit. Ich möchte ja, dass mein Gegenüber mir vertraut und bei einer Produktionsfirma ist es eben auch über meine Verbalisierung zu zeigen, dass ich verstehe, was ich hier tue und dass wir uns verstehen. Und beim Kunden schaffe ich eben das Vertrauen, indem ich ihm die Möglichkeit gebe, zu verstehen, was ich von ihm möchte. Und dass er am Ende für sein Geld auch ein cooles Projekt bekommt, was er erwartet. Ich würde sagen, ich habe bei Kundinnen eine bisschen andere Strategie, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass du dich als kompetent zeigen musst, um ernst genommen zu werden. Und wenn mir Leute so begegnen, dass ich das Gefühl habe, das ist denen wichtig, dann benutze ich manche Wörter, die ich in einem normalen Gespräch nicht benutzen würde. Und das funktioniert dann auch sehr gut. Also das brauchen die irgendwie, um mich ernst nehmen zu können. Ich würde mal gern zwei Fragen so ins Publikum werfen. Also zum einen für die ganzen Designer. Wer hatte bisher die Situation gehabt, total gefrustet zu sein, weil die gegenüberliegende Person einen nicht versteht? Also jetzt zum Beispiel Kunde. Oh, gar nicht so viele. Achso, nee, das war eine Frage an alle. Haben wir noch ein paar Mikrofone? Nee, das war eine generelle Frage ans Publikum. So, wer war mal einfach davon gefrustet, dass man nicht verstanden wurde? So. Okay, dann schon ein paar.
Und wie viele von euch denken denn, dass ihr in eurem Schaffen eitel seid? Okay, das ist ungefähr so die Hälfte. Mhm. Mega interessant, weil damit würde ich nämlich gerne auch mal so die Runde oder die offene Runde nochmal erweitern mit euch als Publikum und gerne mal so auch fragen, ob ihr noch irgendwelchen Input habt zu dem Thema Eitelkeit, vielleicht sogar noch, danke, sogar noch Erfahrungen oder sogar Fragen. Deswegen würde ich den Ball jetzt einfach mal hier in den Raum spielen. Es gibt tatsächlich schon eine Frage aus dem Stream. Und zwar geht es da um Projekte, die ihr geil findet, aber für einen moralisch sehr verwerflichen Kunde sind. Würdet ihr sowas annehmen und machen? Also als allererstes würde man natürlich sagen, nein, ich habe meine Werte, ich nehme nur die Projekte an, die mir gefallen und alles andere lehne ich ab. Und in der Realität ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich stand selber schon ein paar Mal so ein bisschen vor der Entscheidung, wie weit ich gerne meine Werte vertreten möchte und inwieweit ich fähig bleiben möchte, meine Miete zu bezahlen. Und es ist eher ein Ausloten. Also ich müsste lügen, wenn ich sage, ich habe nicht Projekte gemacht, die ich teilweise auch erst rückwirkend so nicht mehr vertreten möchte, einfach aus persönlichen Entwicklungen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, ich hoffe, ich hätte das schon vorher gemerkt, aber wo ich im Nachhinein sage, ja, würde ich jetzt so nicht nochmal machen, aber es hat dafür gesorgt, dass ich jetzt Projekte machen kann und diese auch finanziell stemmen kann, was nicht möglich wäre. Ich glaube, man kann für sich auch, keine Ahnung, so Leitlinien festlegen, zu sagen, man macht zum Beispiel nichts in politische Werbung oder, ich meine, Dinge, die strafrechtlich verfolgt werden können, sollten sowieso rausfallen und sich dann einfach diesen Werten treu bleiben. Und das sind nicht die gleichen, die du vielleicht hast oder du, sondern das sind bei mir ganz individuelle. Und solange ich das Gefühl habe, dass ich zumindest in dem Zeitpunkt mit bestem Wissen und Gewissen die Entscheidung getroffen habe, mit der ich ruhig einschlafen kann, ist es okay. Oder auch im Nachhinein zu erkennen, dass das Projekte sind, die ich so nicht in Zukunft nochmal annehmen würde, gehört das für mich zum Entwicklungsprozess dazu. Und da muss man sich, glaube ich, auch nicht runtermachen oder schämen, weil wir lernen ja da alle erst dazu und ändern auch unsere Ideale und Werte auch mal. Würde ich auch direkt anknüpfen. Und die Werte, die man irgendwie miteinander teilt, oder wenn man sagt, es ist ein Unternehmen, das, also das gegen alle Werte spricht, die man hat, ich denke, dann ist man vom Bauchgefühl schnell dabei zu sagen, nee, mache ich nicht. Aber es gibt vielleicht trotzdem Unternehmen, die in diesem Graubereich sind zwischen, ich stehe eigentlich nicht hinter dem Unternehmen, zum einen nicht visuell, nicht vom Produkt und so weiter, aber wo man eventuell auch die Chance hatte, dann eben als Designer oder Designerin seine Werte mit reinzugeben und vielleicht auch erstmal so weit zu gehen in Vorgesprächen, die auch zu kommunizieren. Und wenn da quasi ein Anschluss gefunden wird und das Anschluss findet, dann hat man eventuell das Potenzial, die Werte mit einem Unternehmen weiter zu kommunizieren, die man selbst hat, obwohl das vielleicht erstmal gar nicht fürs Unternehmen spricht. Natürlich auch noch abzuwägen, dass viele Unternehmen natürlich Werbung dann auch nur machen, um zu verkaufen, um zu verdienen und diese eigenen Werte, die vielleicht positiv sind, dann eben auch instrumentalisieren. Aber man hat zumindest die Möglichkeit, Werte weiterzugeben. Und ich glaube, da sollte man nicht zu engstirnig sein, sondern dem eine Chance geben, aber auch vorsichtig sein. Ich glaube, wir würden uns anschließen. Also wir würden gerne definitiv Nein sagen. Aber das hängt dann wirklich davon ab und ich glaube, es gibt eine Schmerzgrenze, aber ja, es ist wirklich individuell. Irgendwie muss man ja seine Miete bezahlen, das hast du ja vorhin kurz mal erwähnt gehabt. Und ja, genau. Also ich habe da auch nichts mehr hinzuzufügen. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ich wollte fragen, wie geht ihr denn mit Eitelkeit von anderen Menschen um in der Arbeit? Also zum Beispiel, wenn ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte eitel ist und vielleicht einem Kunden was verkaufen möchte, was
ihr schon merkt, der Kunde braucht es nicht, aber ihr kommt irgendwie nicht an den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte ran. Also ich würde mal kurz anfangen. Also ich glaube, dass man halt gute Argumente dafür liefern muss. Also man muss sich dann erstens mit der Person auseinandersetzen, der man gegenübersteht, und zum anderen mit dem Kunden. Und wenn es da Punkte gibt, die wirklich klar sagen, hey, das braucht der Kunde nicht und es ist nicht sinnvoll, dann wird man die in der Form finden. Und wenn die nicht so relevant für den Gegenüber sind, dann muss man sich in irgendeiner Weise damit auch dann selber abfinden und die Eitelkeit dann selber vielleicht auch runterstellen. Das ist halt immer ein Wechselspiel aus meiner Perspektive. Wie seht ihr das? Also ich finde es tatsächlich wirklich schwierig, gerade wenn man immer in einem Angestelltenverhältnis ist und ja, jetzt einfach zu sagen, hier Chef, ich mache das nicht, tschüss, ist schwierig. Aber eventuell gibt es die Lösung zu sagen, hey, pass auf, damit komme ich gar nicht klar. Also das spricht halt völlig gegen meine Werte, gibt es nicht die Möglichkeit, mich zumindest aus diesem Projekt rauszunehmen. Vielleicht ist das noch so eine realistischere Möglichkeit, als, sage ich mal, den Job hinzuwerfen und eventuell eine Kollegin fragen, ob sie für dich einspringen könnte in dem Projekt. Ich glaube, du hattest die Situation wahrscheinlich irgendwie vielleicht selber so, ja, selber vielleicht sogar schon mal. Und das ist halt wirklich absolut schwierig. Und ich würde die Frage eher so damit beantworten, okay, die gute alte Diplomatie spielen zu lassen. Das heißt, so ein bisschen, also schon natürlich klar und deutlich zu sagen, welche Argumente man hat, dass das eben nicht der richtige Weg ist, auf eine höfliche Art und Weise. Aber wenn das eben dann gegen Windmühlen dann irgendwie kommt, dann ist es dann so, okay, dann ist das jetzt halt erstmal der Weg. So. Ich würde vielleicht ergänzen, wenn das kein Einzelfall wäre, würde ich wirklich also diesen Job hinterfragen. Bisher habe ich immer mit Chefs zusammengearbeitet, mit denen ich auch, also wo ich mich ernst genommen gefühlt habe und irgendwie auch das Gefühl hatte, okay, also sind vom Charakter her nicht gleich, aber trotzdem ist da irgendwie eine Basis, die stimmt. Und also mir ist das Team, in dem ich arbeite, immer super wichtig. Und wenn ich merken würde, das ist kein Einzelfall, sondern das passiert öfters, ich glaube, da würde ich mich umschauen nach einem anderen Job. Ich glaube, da würde ich auch mitgehen und vielleicht auch den Unterschied machen zwischen wie eitel ist die Person oder gerade in der Führungsposition spielt dann vielleicht nochmal Narzissmus eher eine Rolle, dass die Person, der du mehr oder weniger unterstellt bist, einfach so ihren letzten Stempel draufdrücken will. Und dann eben, finde ich, das Thema Häufigkeit, wenn das häufiger vorkommt, was bei mir auch schon vorgekommen ist, dann war die einzige Lösung zu sagen, hey, man passt nicht zueinander und sucht sich was anderes. Aber ich denke, in der ganzen Diskussion ist einfach wichtig, die Werte zu kommunizieren. Wenn man es nicht erzählt hat, dann kann man auch nicht erwarten, dass das gehört wird. Oder dann eben zu gucken, okay, gibt es die Alternative, dass jemand anders das übernimmt? Eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung Design-Kunst-Unterschied geht. Oder ja, aber also ich hatte so ein Beispiel vor ein paar Wochen oder kind of ongoing, dass ich ein Projekt habe und der Kunde oder ich mache dem Kunde Vorschläge über eine Designrichtung und der Kunde möchte halt was anderes haben. Das haben wir auch schon gesagt, manchmal muss man halt akzeptieren, wenn das für einen gewissen Punkt nicht passt. Aber manchmal denke ich mir, ich möchte ja auch mit meinem Design oder meiner Gestaltung, wenn es jetzt im UI-Bereich oder wie auch immer, ich möchte ja auf eine Art und Weise meinem Projekt etwas mitgeben, wie ich der Meinung bin, dass das richtig ist. Manchmal ist es sehr subjektiv, aus meiner persönlichen Erfahrung oder manchmal einfach auch, weil ich der Meinung bin, ich habe die und die Gründe, um es zu begründen. Und wenn man jetzt mal diesen Punkt ausklammert, weil oft, wenn ich dann mit Leuten drüber rede, kommt so dieses Argument, ja, mach's halt, solange das Geld kommt, ist ja alles in Ordnung. Aber ich denke mir manchmal, ich mache die Jobs nicht immer nur fürs Geld. Also manchmal ist die Miete für den Monat schon bezahlt und dann frage ich mich halt, wie wichtig seht ihr das oder also wie einen großen Teil seht ihr das, diesen eigenen Stempel irgendwo, den man ja seinen Projekten geben möchte, wenn man denkt, so ist das richtig, wie ich das finde, wie wichtig seht ihr den oder wie würdet ihr den immer hinten anstellen, wenn der Kunde sagt, aber ich will es so oder wie, ja.
macht man das am besten? Wie wichtig haltet ihr dieses, weil es ja auch was mit Eitelkeit zu tun hat, dass man sagt, ich bin der Meinung, das gehört so oder das muss so sein und deswegen will ich, dass das so gemacht wird. Ist es ein Freelance-Projekt oder Agentur? Freelance. Ich glaube, da wäre ich relativ radikal und würde sagen, wenn es nicht in das Portfolio, wie du schon gesagt hast, passt, dann ist es einfach ein reines Kundenprojekt und ich würde es, wenn man merkt, man kommt nicht voran, wie gesagt, nochmal kommunizieren und dann, wenn man nicht weiterkommt, fertig machen, so gut es geht und das in dem Fall einfach dann auf der Seite lassen. Und ich hatte auch schon die Erfahrung, dass dann eben Webseiten angefragt wurden, die ich gemacht habe und ich würde mal behaupten, ich stehe nicht wirklich hinter den Webseiten, die ich gemacht habe, weil ich kein Webdesigner bin, aber man hat sie irgendwie im Laufe der Zeit dann mal mitgestaltet und habe dann quasi ein Portfolio nur mit Websites durchgeschickt, das bei mir sonst nirgends zu sehen ist. Aber das sind dann Projekte, die landen halt dann mal auf der passiven Festplatte und dann ist auch gut. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf die Strategie drauf an. Wenn du bekannt sein möchtest für eine besondere Ästhetik und auch dann möchtest, dass Aufträge reinkommen, die wieder genau diese eigene Handschrift haben. Also wenn du wirklich in diese Richtung arbeiten möchtest, dann würde ich das vielleicht versuchen durchzuboxen, also auch nicht mit allen Mitteln, aber vielleicht wirklich von vornherein, vielleicht auch dann, ich weiß nicht, mit der Freiheit, dass du ja mehr Entscheidungsmöglichkeiten hast, dafür einen geringeren Stundenlohn. Ich weiß, ich würde es irgendwie dann, glaube ich, so machen, wenn das die Strategie ist, die du verfolgst. Vor allem, wenn du halt finanziell nicht abhängig bist und sonst würde ich es vielleicht gar nicht annehmen, sondern nach was gucken, was halt gerade da reinpasst, wo du dann machen kannst, was du möchtest. Ich hätte noch einen zweiten Gedanken dazu, vielleicht so einen kleinen Kompromiss. Wenn es jetzt nichts ist, was völlig gegen die Werte oder gegen die eigene Unternehmensphilosophie spricht, kennt man es ja aus dem Film, da gibt es halt nochmal den Director's Cut und es besteht ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache das Projekt trotzdem mit Überzeugung fertig. Und fürs Portfolio ändere ich da halt noch ein paar Punkte ab. Ich glaube, für mich wäre es halt auch wichtig, wenn Kunden oder Auftraggeber, blöd gesagt, miteinander sprechen und fragen, hey, wer hat denn das gemacht oder was ist denn das da Komisches? Und da würde halt mein Name fallen. Ich glaube, das wäre jetzt auch wieder so Thema Eitelkeit. Also mir wäre das schon wichtig, dass die Projekte dann auch noch im Nachhinein zu mir passen und fürs Portfolio wäre es, glaube ich, ein cooler Trick zu sagen, man passt sich die nochmal an. Ja, ich würde der Max und der Vanessa auch nochmal dahingehend zustimmen. Wenn es um Freelance-Projekte geht und du jetzt deinen eigenen Style für dich entwickelt hast und das deine Priorität Nummer uno ist von deiner Selbstständigkeit, von deiner Freelance-Tätigkeit, dann ja, definitiv dahingehend orientieren. Klar muss man natürlich irgendwo schauen, okay, wie kann ich jetzt irgendwie so meine Miete bezahlen, wie kann ich irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber wenn es letztendlich das willst oder das ist, was du willst, dann würde ich auch so weit gehen und behaupten, okay, dann versuch den Weg halt weiter zu gehen und versuch dich da durchzuboxen. Und das kennt man, glaube ich, irgendwie von vielen anderen Erfolgsstories, wo die Leute halt letztendlich irgendwie so, wie sagt man so Deutsch, true to yourself sind und dann damit halt irgendwann erfolgreich haben, weil die Leute dann genau das letztendlich von dir haben wollen. Wenn es in der Agentur passiert, schwierig. Ja, schwierig. Ja. Das Wort zum Sonder, genau. Also, Punkt. Nee. Ich glaube, ein Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, weil wir jetzt immer mal wieder zurückgekommen sind auf das Thema Design und Kunst, dass man das vielleicht nicht zu sehr vermischt oder verwechselt, weil wir sind ja Designerinnen und Design ist ja auch eine Art, Dinge in dieser Welt zu kommunizieren und zu erschließen. Und man hört das ja oft, dass man, also gerade im Film haben wir auch oft die Diskussion bei den DrehbuchautorInnen oder bei den Konzeptern, ist das jetzt eigentlich Design oder sind wir jetzt schon Künstler? Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Spannungsfeld, was auch immer ein bisschen zu Verwirrung führt, wenn man seine Arbeit rechtfertigt, weil ich würde jetzt mal behaupten, in dem Moment, wo ein Auftrag reinkommt für eine Webseite oder für eine App, hat das ja
kommen wir wieder zum Kommunikationsziel und diese Website oder dieses Design soll von Menschen benutzt und gebraucht werden. Und wenn ihr oder du sagt, ihr wollt Kunst machen und es ist nicht gerade eine Auftragsarbeit, dann seid ihr ja theoretisch von diesem Dingen erstmal befreit und es muss nur seinen Selbstzweck dienen, was meiner Meinung nach beim Design nicht ist. Und nur weil ich jetzt mein Design auf eine Vitrine stelle und die beleuchte, ist ja deswegen auch noch kein Kunstwerk. Und das hat vielleicht auch wieder ein bisschen in diese Eitelkeitsschiene sozusagen, vielleicht auch aus geschichtlicher Perspektive, dass das Design der Kunst immer so unterstellt sei, zu sagen, wir wollen aber diesen Anspruch auch für uns gewinnen. Aber vielleicht muss man da auch im Design ein bisschen selbstbewusster sein und sagen, wir orientieren uns nicht daran, sondern wir haben eine eigene Disziplin, die sich gerade noch findet, die sich noch definiert, die vielleicht auch noch keine fertige Methodologie hat, vielleicht auch nicht noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich immer begründet werden kann, aber vielleicht muss es auch gar nicht sein. Vielleicht ist auch Intuition und Methoden, die wir benutzen, halt einfach unsere Stärke als Designer. Alright, gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Weil wenn nicht, dann würde ich tatsächlich jetzt unsere Runde so langsam abschließen. Ich warte noch mal ganz kurz. Nein? Nein, perfekt, gut. Und nochmal so ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass wir jetzt den heutigen Abend hier mit unserem Talk, mit eurer Zeit letztendlich und mit der Thematik abschließen dürfen. Und danke. Und jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Ihr seht, ihr habt überall Sticker auf euren Plätzen gehabt. Der führt direkt zu unserem Instagram-Account. Wenn ihr weiter, zu unserer Website, sorry, zu unserer neuen Website. Denn wir haben es nämlich geschafft, jetzt, kurz vor knapp, unsere neue Website jetzt endlich mal online zu stellen, mit den bisherigen Talks, die wir jetzt bisher hatten. Es sind leider nicht alle, aber es sind auf jeden Fall einige spannende mit am Start. Und in Zukunft könnt ihr eben auch erwarten, dass alle weiteren Talks, die von uns eben dann geplant werden, da eben hochgeladen werden. Dahingehend dann auch nochmal ein Teaser. Also erstmal, Website heißt zwischenraum-podcast.de. Findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite, die ihr dann eben auch nochmal verlinkt, oder zumindest den Namen auf dem Sticker seht. Und dahingehend jetzt nochmal ein Teaser. Und zwar in 2 Wochen haben wir... Da das jetzt hier so der Start aus der Sommerpause jetzt ist, geht es jetzt wieder los. Und in 2 Wochen haben wir unseren nächsten Talk schon parat, online auf Discord. Und zwar zum Thema Buchdesign mit dem guten Hannes Triesner, der hier ebenfalls Alumni ist. Und da freuen wir uns eben auch schon mega. Und da bereitet er eine kleine Präsentation vor. Und dann werden wir ein bisschen über die aktuelle Buchdesign-Industrie quatschen. Und... Ich würde gleich noch ergänzen, wir haben ja auch verschiedene Formate, also das war jetzt Teil der offenen Runde. Wir haben natürlich auch noch Vorträge, wo wir Expertinnen einladen aus der Designbranche oder auch mal aus Kunst- oder auch artverwandten Disziplinen, die dann ihr Wissen auch mit uns teilen und offen für Fragen sind. Oder wir haben dann auch spezielle Slots jedes Semester teilweise, wo es eben um Abschluss und nun, wie geht es denn weiter nach dem Bachelor? Also wir versuchen trotzdem noch unsere Wurzeln nicht zu verlieren und vielleicht ist es auch ganz gut, noch mal ein paar Themen, die wir schon machen durften, zu nennen. Hast du da gerade mal ein paar richtig gute auf Lager? Natürlich, die baller ich jetzt gerade so aus der Hüfte raus. Nee, also wir hatten einmal das Thema Creative Coding mit Tim Rodenbrücker, was ein sehr, sehr cooler Talk war. Wir hatten mal das Thema Metaverse, hier mit dem guten Flo, der hier gerade hier vorne sitzt. Wir hatten Thema Masterstudium natürlich gehabt, unsere Erfahrungen nach dem Masterstudium, auch spezieller oder fundierter nochmal oder fokussierter. Type Design Master mit Nicolas Bernklau ist eine der Folgen, die ihr gerade auch online jetzt euch nochmal reinziehen könnt. Und also Design und Wissenschaft war auf jeden Fall ein großes Thema. Und
Also das ist halt eine riesige, riesige Spannweite, die wir versuchen abzudecken, wo wir immer wieder was Interessantes zwischen Disziplin oder halt aktuellem Tun, wie zum Beispiel 3D, Creative Coding, Print abzudecken, als auch designkritische Fragen oder soziale Fragen zum Beispiel. Und auf Discord ist das Ganze wirklich so, dass ihr euch beteiligen könnt oder komplett muten und die Kameras sind auch aus. Also ihr könnt dabei kochen, in Gammelklamotten rumsitzen. Also es ist wirklich total, also auch eine schöne Begleitung irgendwie und nicht so was super Aktives. Also je nachdem, wie man möchte. Aber genau, also das heute ist schon eine Ausnahme einfach. Und es gibt noch eine weitere, oh sorry. Es gibt noch eine weitere Ausnahme, und zwar haben wir uns jetzt auf die Uhrzeit 21 Uhr geeinigt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Bisher hatten wir die meisten Talks um 20 Uhr, deswegen ab jetzt ab 21 Uhr. Dann ist die Mittwochs um 21 Uhr. Zweiten Mittwoch 21 Uhr. Also ihr merkt, wir ergänzen uns ziemlich gut. So. Genau, um da nochmal kurz anzuschließen, auch die Runde der Moderatoren und Moderatorinnen wechselt immer mal wieder durch, je nachdem, wer Zeit hat. Von daher hat man auch immer verschiedene Leute, die den Lead haben, mehr oder weniger. Und in den offenen Runden oder generell, wie jetzt auch heute, sind wir im seltensten Falle die Spezialisten für die Themen, sondern eröffnen eigentlich nur einen Raum für eine Diskussion oder für ein Gespräch. Und umso mehr Leute da mitreden und mitdiskutieren oder Fragen stellen, umso mehr Themen können wir da abdecken. Und dann entstehen zum Beispiel auch solche Formate, wie wir letztens hatten, dass wir ein Projekt von jemandem ganz individuell in der Gruppe besprochen haben, unseren Input gegeben haben und hoffentlich der Person weiterhelfen konnten. Und genau, von dem her ist es von unserer Seite aus nie der Wunsch da oder irgendwie der Standpunkt, dass wir die Spezialisten im Thema sind, sondern wir eröffnen eigentlich in dem Fall nur diesen Zwischenraum, um mit verschiedenen Leuten dann zu kommunizieren. So, und jetzt abschließend, also nochmal ganz großes Dankeschön dafür für eure Zeit und dass ihr hier wart. Und ich glaube, jetzt können wir erstmal alle schön im Duale absteppen gehen. So, schönen Abend euch.